Brig. Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Tutorial Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man einen funktionierenden Sandkasten bauen kann. Eine holländische Simmerin namens Moonshine Sim hat das entdeckt, dass man, wenn man das neue Inselleben-Pack hat, kann man, egal wo, einen Sandkasten bauen, der funktioniert dann als Sandkasten. Und zwar ist das wohl, weil das die Textur für Sand jetzt eine Zusatzfunktion hat, dass man da spielen kann. So, das zeige ich euch mal, wie man dann den Sandkasten baut. Ich habe ja schon ganz oft in meinen Bauten Sandkästen gebaut, aber die haben nur so funktioniert, dass man mit den Spielsachen da drin spielen konnte. Und jetzt kann man auch richtig mit dem Sand spielen. Also man macht erstmal einen kleinen Zaun drumrum. Es soll hier ein Sandkasten sein. Ich nehme mal hier so ein Viereckwerkzeug. Und am besten nimmt man natürlich niedrige Zäune, über die man drüber gehen kann. Zum Beispiel hier den aalglatten Wächter. Hier gibt es auch noch die Illusion eines Zauns und hier so eine kleine Linie und so. Aber ich finde den hier als Sandkasten eigentlich am passendsten. Man kann natürlich auch einen hohen Zaun nehmen, aber dann braucht man einen Gatter, ein Tor, logischerweise. Nehmen wir mal so einen braun. Das ist dann so die Vorstellung von einem Holzsandkasten. Und machen wir den ruhig mal ein bisschen größer. So. Okay, das ist der Sandkasten und jetzt wird der mit Sand gefüllt. Das ist immer noch genauso, wie wir das vorher gemacht haben. Also für den Fake-Sandkasten, der aber keine Funktion hatte. Und jetzt hat er aber eine Funktion. So, nehmen wir hier schön Sand. So viel ich weiß, ist es egal, was für ein Sand. Hauptsache Sand. So. Gut. Und man kann den jetzt einfach so nehmen, aber man kann auch ein paar Sachen reinstellen. Und ich denke mal, die Sandkästen, die ich bisher immer gebaut habe, also wenn ihr euch Häuser von mir runterladet, wo Sandkästen drin sind, die müssten jetzt alle als Sandkasten funktionieren. So, hier kann man noch so ein Entchen hinsetzen, damit das nicht so leer aussieht, das Ganze. Man könnte auch hier vom Kleinkinderpack, ne, da muss ich Baby Move Objects machen. Baby.move Objects. Jawohl. Das habe ich auch schon immer gerne gemacht. So eine Rutsche da reinsetzen. Also das ist alles nichts Neues. Ich mach die mal hier so an die Seite. So, und dann hat man hier noch relativ viel Platz zum Bauen und Sandspielen. Okay, gut. Das müsste jetzt einfach so funktionieren. Wenn man hier jetzt draufklickt, dann kann man da hingehen und so. Und man kann zum Beispiel im Sand spielen. Und wie ihr hier seht, das ist einfach ganz normal Willow Creek. Keine besondere, also kein Inselleben und so, sondern eine ganz normale Welt. Da. Wieder Dadio, sagt er. Ja, spiel mal schön. Dann holt er nämlich sein Eimerchen raus. Und da laufen sogar kleine Krebse rum. Ja, ist das nicht süß? Herrlich, herrlich. Jetzt lassen wir ihn erstmal hier so das normale Spielen machen. Weil das finde ich eigentlich fast noch süßer als die Sandskulptur bauen. Vielleicht kann die Mutter mal eine Sandskulptur bauen. So, bau mal eine Sandskulptur. Das geht nämlich auch. Man hat also praktisch die ganzen Funktionen, die man auch am Strand vom Inselleben hat. Hier kriegt man Fußstapfen. Und man könnte sich diese Umrandung natürlich sparen.
Die ist nicht das Entscheidende, aber es soll hier ein Sandkasten sein. Und für einen Sandkasten braucht man natürlich einen Kasten drumherum. Ja, ist das nicht süß? Na prima. Das heißt, diesen lang vermissten Sandkasten, den sich alle schon seit Ewigkeiten gewünscht haben, also ich habe mir den schon seit Ewigkeiten gewünscht, dass man einen richtigen Sandkasten bauen kann, den kann man jetzt einfach so haben. Jetzt mache ich mal einen kleinen Screenshot. Ach, jetzt hat er aufgehört. Du sollst mal weiter hier Sand spielen. Das macht doch so viel Spaß. So. Ja, ich beende mal kurz das Begrüßungskomitee. Ja, das war's im Prinzip schon. Ich wünsche euch viel Spaß auch beim Sandkasten bauen. Okay, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.